Kos. Eine der schönsten Inseln Griechenlands liegt in der Ägäis und ist Teil der Dodekanes-Inselgruppe. Mit ihren endlosen Stränden, dem kristallklaren Wasser und dem angenehmen mediterranen Klima ist Kos ein wahres Paradies für Urlauber. Die Insel hat eine reiche Geschichte, die bis in die Antike zurückreicht und ist bekannt als Geburtsort des berühmten Arztes Hippokrates. Neben historischen Städten bietet Kos auch eine lebhafte Atmosphäre mit zahlreichen Restaurants, Bars und Geschäften, die das Inselleben bereichern. Genau, wie präsent die Stadt Kos. Das pulsierende Zentrum der Insel beherbergt viele eindrucksvolle Sehenswürdigkeiten. Zu den Highlights gehören das imposante Ioannita-Kastell, das majestätisch über dem Hafen thront, und die antike Agora, die einst das Herz des städtischen Lebens war. Ein weiteres Muss ist die Platane des Hippokrates, unter dem der Legende nach Hippokrates seine Schüler unterrichtete. Die Altstadt von Kos lädt mit ihren engen Gassen, traditionellen Häusern und charmanten Cafés zum Flanieren ein. Auch der Markt ist eine sehr bekannte Sehenswürdigkeit. Auf geht's, stürzen wir uns in das Getümmel. Der höchste Berg von Kos, der Dikios, erhebt sich majestätisch auf 846 Meter und bietet einen atemberaubenden Blick über die Insel und die umliegende Ägäis. Der Dikios ist nicht nur ein beliebtes Ziel für Wanderer und Naturliebhaber, sondern auch ein Ort von historischer Bedeutung. Die Wanderwege führen durch üppige Wälder vorbei an malerischen Dörfern, wo Besucher traditionelle griechische Gastfreundschaft erleben können. Auf dem Gipfel des Dikios erwartet Wanderer eine kleine Kapelle und ein Panoramablick, der bei klarem Wetter bis zu den benachbarten Inseln und sogar zur türkischen Küste reicht. Der Dikios ist ein wahres Juwel für jeden, der die natürliche Schönheit und die Ruhe der Insel Kos entdecken möchte. Wir starten heute unsere Wanderung in Zia und machen uns auf den Weg zum Gipfel. We'll be right back.
Salzsee von Kos, auch Alikes genannt, ist ein faszinierendes Naturwunder im Westen der Insel, nahe der Stadt Ligaki. In den Sommermonaten trocknet der See oft aus und hinterlässt eine blendend weiße Salzkruste, die eine surreale Schüttellandschaft bildet. Dieses einzigartige Ökosystem zieht zahlreiche Vogelarten an, darunter Flamingos, die besonders in der Herbst- und Winterzeit hier rasten. Der Salzsee und seine Umgebung bieten Besuchern eine ruhige und friedliche Atmosphäre, ideal für entspannte Spaziergänge und Vogelbeobachtungen. Alikes ist ein besonderer Ort, der die vielfältige Naturschönheit von Kos eindrucksvoll zur Geltung bringt. Agios Dimitros ist ein malerisches, verlassenes Dorf, das auf den Hängen des Dikios-Berges liegt. Einst ein lebendiges Bauerndorf, wurde es nach einem Erdbeben in den 1930er Jahren aufgegeben. Heute sind die Ruinen von Agios Dimitros ein faszinierender Ort für Besucher, die durch die verlassenen Steinhäuser und engen Gassen spazieren und sich in die Vergangenheit zurückversetzt fühlen möchten. Die unberührte Natur und die atemberaubende Aussicht auf die Umgebung machen Agios Dimitrios zu einem geheimnisvollen und zugleich bezaubernden Ausflugsziel. Des Hippokrates, auch bekannt als das Asklepion von Kos, ist eine der bedeutendsten archäologischen Städte der Insel. Es wurde im 4. Jahrhundert vor Christus erbaut und war einst ein berühmtes Heilzentrum der Antike, wo Hippokrates, der Vater der modernen Medizin, seine medizinischen Lehren praktizierte und vorbereitete. Besucher können die beeindruckenden Ruinen des Tempels, die Therme und andere antike Strukturen erkunden, die einen faszinierenden Einblick in die medizinischen Praktiken und das Gesundheitswesen der antiken Welt bieten. Das Asklepion ist ein unverzichtbares Ziel für jeden, der sich für die Geschichte und das Erbe der Heilkunst interessiert.
Die Wetlands von Kos sind ein verborgenes Juwel der Insel, das besonders für Naturliebhaber interessant ist. Diese Feuchtgebiete bieten eine wundervolle Lebensgrundlage für viele Vogelarten und andere Wildtiere. Besonders im Frühling und Herbst sind die Wetlands ein Paradies für Vogelbeobachter, da zahlreiche Zugvögel hier Rast machen. Die unberührte Natur und die ruhige Atmosphäre machen besonders diesen Ort ideal für entspannte Spaziergänge und die Beobachtung der reichen Tier- und Pflanzenwelt. Die Embros-Therme ist ein weiteres Highlight der Insel Kos. Diese natürlichen Thermalquellen befinden sich etwa 12 Kilometer südlich der Stadt Kos und bieten ein einzigartiges Badeerlebnis. Das warme, mineralhaltige Wasser sprudelt aus den Felsen und fließt in ein natürliches Becken direkt am Meer. Die Temperatur des Wassers kann bis zu 50 Grad Celsius erreichen und soll heilende Eigenschaften haben, besonders für Haut- und Gelenkprobleme. Der Kontrast zwischen dem warmen Thermalwasser und dem kühlen Meer macht die Embros-Therme zu einem besonderen Ort der Entspannung und Erholung. Der Plakerwald ist ein besonders bezaubernder Ort, der vor allem für seine freilebenden Pfauen bekannt ist. Dieser schattige Pinienwald liegt in der Nähe des Flughafens und bietet ein idyllisches Naturerlebnis. Die prächtigen Pfauen, die hier in großer Zahl leben, sind ein beeindruckender Anblick, wenn sie mit ihren schillernden Federn durch den Wald stolzieren. Der Plakerwald ist ein beliebtes Ausflugsziel für Familien und Naturliebhaber, die die friedliche Atmosphäre und die Möglichkeit, diese majestätischen Vögel aus nächster Nähe zu beobachten, sehr schätzen. Neben den Pfauen gibt es auch andere Tiere und eine reiche Flora, die den Wald zu einem kleinen Paradies auf der Insel machen.